In diesem Video zeige ich euch heute mal einen wirklich klitzekleinen Einblick in das, was in der Gastronomie völliger Alltag ist, aber für die, die alle nicht in der Gastronomie arbeiten, ein kompletter Gamechanger sein kann. Und ich schwöre euch, das lohnt sich zu Hause wirklich. Ich weiß gar nicht, wer auf die tolle Idee gekommen ist, zu sagen, dass runde Aufbewahrungsbehälter, egal, für Soßen, für Salate oder sonst was, eine tolle Idee wären für zu Hause, für die Küche. Nein, sind sie nicht. Sind der letzte Schwachsinn und jeder von euch, wette ich, mit alles Geld der Welt, hat von euch irgendwie so einen Schrank zu Hause, wo solche, naja, Sammelsurien gestapelt sind. Mehr oder minder mit unterschiedlichsten Größen, unterschiedlichsten Farben und Formen, die sich im Laufe des Lebens halt so angesammelt haben. Kein Mensch in der Gastronomie tut sich das freiwillig an. Die nutzen nämlich alle GN-Behälter. Das sind solche Dinger hier. Wie gesagt, der Einblick, den ich euch jetzt gebe, der ist so von dem, was alles machbar ist. GN-Behälter heißt eigentlich Gastronorm. Dahinter stecken zwei DIN-Normen, die diese Behälter beinhalten. Und ja, ihr seht es auf den ersten Blick, diese Behälter sind eckig und nicht rund. Diese gibt es in den verschiedensten Formen, Größen, Inhalten, Höhen, Tiefen, Griffen und, und. Also ich stelle, wie gesagt, heute hier nur so einen ganz kleinen Fitzel vor. Das hier zum Beispiel ist bei uns ein ganz stinknormaler Eisbehälter. Das nennt sich hier ganz formschön GN1.4. Wir gucken, ob das zeigen kann. So, ob das scharf stellt. GN1.4, 150, ne? Genau. 150, also 1,4 steht für ein Viertel und 150 steht hier für die Tiefe. So, es gibt auch andere Behälter noch. Und zwar nehmen wir mal dieses formschöne Behältnis hier. Das hier ist ein GN 2, jetzt habe ich es aber nicht gelesen, so. 2 Drittel 150 steht hier drauf. So, es pumpt ein wenig, aber naja, ihr könnt es auf jeden Fall sehen. Und ihr seht, dieser ist größer und hat aber dieselbe Tiefe von dem Behälter. Und GN ist im Prinzip irgendeine, ich glaube, in der Schweizer waren das oder so, die haben irgendwann eine Norm erfunden, also sprich diese Gastronorm, die gesagt haben, wir erfinden mal eine Norm, die für alle gültig ist. Und es fing halt an mit GN1.1. Das ist dieses tolle Ding hier. Das ist praktisch die größte Größe, die man als GN-Behälter bekommen kann. Erstmal grundsätzlich zu diesen ganzen Behältern, die sind aus Edelstahl. Die kannst du vererben und ich sage mal liebevoll dazu, das ist im Prinzip so die Tupperware der Gastronomie. Die kaufst du dir einmal, die kannst du für alles Mögliche benutzen und weil sie aus Edelstahl sind und lebensmittelecht sind, die kannst du auf der Herdplatte stellen, die kannst du nicht in die Mikrowelle stellen, aber die kannst du in den Backofen stellen, die kannst du auf den Grill stellen, die kannst du verhunzen, versauen, einbrennen lassen, scheißegal. Das ist Edelstahl. Kriegst du immer wieder sauber. Immer wieder. Das kriegst du bei Tupperware nicht hin. Und bei so anderen Schüsseln hier, hier sowas hier zum Beispiel, wenn du zum Beispiel so Plastikschüssel hast, die werden irgendwann unansehnlich. Wenn du irgendwie mit Paprika oder Curry arbeitest, dann verfärben die sich noch oder so. Ihr kennt das zu Hause alle. Die sind mehr oder minder praktisch unpraktisch. So, und das kannst du mit diesen ganzen Behältnissen hier umgehen. Wie gesagt, in der Gastronomie ist das völliger Alltag. Und ja, was die Größe betrifft, also das ist 1,1, also sprich eine Einheit, die größte, die es gibt. Und dann gibt es halt eben diese unterschiedlichen, naja, Abstufungen. Ich habe hier nur so ein paar mal mitgebracht, damit ich euch die zeigen kann, weil ich habe da ganz viele von. Zum Beispiel für den Eiswagen, was ich euch gerade zeigte. Das hier sind hier 2, 4, 6, 8 von den Dingern. Ich habe da 40 Stück von so ungefähr. Der Vorteil daran ist, die kannst du immer nachkaufen, die Teile. Die kannst du mit Deckel kaufen. Du kannst die Deckel einzeln kaufen. Es gibt Deckel, so wie sie hier sind, ohne Dichtung. Es gibt Deckel mit Dichtung. Es gibt Deckel mit Aussparung für Löffel, für Soßen und, und. Ja, ist ganz, ganz viel auf jeden Fall. Ich schreibe euch auf jeden Fall mal so ein paar Links in die Videobeschreibung rein, damit ihr euch einfach nur mal so ein bisschen inspirieren lassen könnt. Und es geht einfach nur darum, dass diese Behälter, finde ich, ob mit Deckel, ohne Deckel, wie auch immer, viel praktischer stapelbar sind zu Hause in der heimischen Küche, wie alles andere wird und viel robuster sowieso. Und da sie einer Norm unterlegen, hat man nicht das Problem, dass man irgendwann ein Sammelsurium an irgendwelchen Farben, Formen und sonst was an Behältnissen hat, sondern man hat immer genormte Größen und kann die jederzeit immer wieder nachkaufen. Das ist der Riesenvorteil dabei. Und jetzt kann ich schon wieder förmlich die Kommentare riechen, die ihr schon wieder anstrebt zu schreiben, dass diese Behälter ja ganz schön aussehen, aber ja auf dem Tisch, sei es draußen beim Grillen oder sei es in der Küche oder sei es, was ich, beim weihnachtlichen Festmahl, was auch immer, you name it, ja total praktisch sind, aber nicht hübsch aussehen.
Ja, gebe ich euch grundsätzlich erstmal recht. Das stimmt so. Das heißt, diese Behälter haben, naja, unterliegen halt eben einer gewissen Norm, haben halt eben einen Rand und sehen, wenn man sie auch so auf den Tisch stellt, so wie sie jetzt gerade sind, dann sind sie nicht wirklich sehr hübsch oder ansehbar. Aber auch dafür gibt es natürlich diverse Hilfsmittelchen und Rämchen und Gehäuse und sonst was, die man machen kann. Ich befinde mich jetzt auch gerade in der Werkstatt. Wer jetzt zum Beispiel auch eine Holzwerkstatt hat oder hat die Möglichkeiten, wo er sagt, yo, ich habe einen Bekannten, der auch eine Säge hat oder so, ihr könnt euch da einfach auch Rahmen für basteln. Wie gesagt, da sie ja einer gewissen Norm unterliegen, sind sie ja immer gleich. Das heißt, wenn ihr euch gesagt, ich will zu Hause mir so ein paar Behälter kaufen, wo ich sage, jo, die brauche ich sehr häufig. Wie gesagt, jeder von euch hat einen anderen Haushalt, jeder hat eine andere Anzahl an Mäulern, die er stopfen muss oder Anwendungszwecke, die er dafür benötigt. Wie gesagt, die gibt es ja, wie gesagt, in allen Größen. Schaut in die Videobeschreibung. Ich liste euch da alle Größen mal auf. Ich sage, die gibt es auch in verschiedenen Tiefen, also von flach. Also es gibt auch noch flacher, tief und bis ganz tief so ungefähr. Gibt es auch verschiedene Gehäuse oder auch Rahmen oder Halterungen, die man sich entweder A selber basteln kann oder B halt eben kaufen kann. Das ist der Riesenvorteil dabei. Und noch etwas, was hier gerade steht, das ist dieses formschöne Ding hier. Kennt in der Gastronomie auch jedes Schwein, nennt sich Bain-Marie. Auf Deutsch übersetzt eigentlich Marienbad, sagt aber keiner mehr. Die meisten sagen, wenn höchstens Wasserbad. Und das ist eigentlich auch, dass ich hier so einen großen Behälter, hier seht ihr, diesen ganz großen hier. Das heißt, ich habe hier ein Gehäuse. Diese Dinger, so eine Bain-Marie kostet irgendwie ein Hunderter ungefähr. Wie gesagt, ist jetzt kein Muss, dass man es kaufen muss, aber wie gesagt, nur so praktisch zum Nachvollziehen mal. Kennt der ein oder andere auch vom Catering wahrscheinlich. Das heißt, ich habe ein Wasserbad, was ich erhitzen kann. Damit kann man auch Sous-Vide machen, also auch nicht verkehrt. Ich kann die Temperatur einstellen, ich kann das Wasser auch ablassen. Hier habe ich einen Ablaufhahn und kann hier innen drin verschiedene Behälter reinhängen, würde ich ja sagen. Und dann sind auch, sag ich mal, wenn ihr Besuch habt, sind diese Speisen auch immer schön, werden schön warm gehalten. Genau. Ob es jetzt Suppen sind, von mir ist auch Pommes, kann man dann auch im Warm halten. Macht man auch in der Pommesbude auch. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich will jetzt hier nicht so einen großen Behälter dann rein haben, kann man auch drei von diesen kleinen Behältern hier so reinhängen. Also jetzt, wenn der andere raus ist. Wenn ihr sagt, ich muss zwei von solchen Behältern da rein haben, gibt es auch so Stege zu kaufen, die man dann kann man das Ganze, ich sag mal, wie so ein Tetris-Spiel sich selber zusammenpuzzeln. Und noch ein Punkt, der nicht ganz unwichtig auch Abteilung warm halten ist, also anstatt so einer Bain-Marie, dass man das Ganze in einem Wasserbad machen kann, kennt ihr auch, wenn ihr schon mal im Hotel übernachtet habt. Es gibt hier so gewisse Behältnisse mit Brennpaste, die kosten jetzt irgendwie 1 Euro ungefähr. Und dann gibt es Chevys. Wer in der Küche, jeder sagt dazu Chevys, die heißt aber eigentlich Shaving Dish. Und das sind eigentlich Dinger hier, dass ich hier so ein Behältnis habe. Hab dann hier drin auch so einen Behälter, in diesem Fall ist es auch so ein 1-1er Behälter. Und habe hier auch eine Wanne, wo Wasserbad reinkommt, also das ist dann das gleiche wie eine Bain-Marie, nur halt eben ohne Strom. Und diese Brennpastendinger, die werden hier drunter gemacht und werden angezündet. Also fürs Grillen oder so oder für etwas größere, sag ich mal, Fressgelage sind diese Dinger sehr, sehr, sehr praktisch. Und jetzt abschließend nochmal etwas zur Abteilung Stapelfähigkeit. Deswegen, warum ich sowieso runde Gefäße eigentlich hasse. Diese Dinger hier haben alle so circa 3 Liter Inhalt. Und naja, sie passen nicht wirklich ineinander. Das ist das gleiche, dieselbe Menge. Die haben irgendwie auch 3,5 Liter. Das heißt, sie haben sogar ein bisschen mehr Inhaltsvermögen. Und naja, ihr seht selber, ich kann die Dinger viel besser stapeln. Und wo habe ich die anderen Dinger hier? Ich kann sie auch ineinander stapeln. Also ich kann auch ein größeres Gefäß da auch noch super easy mit rein. Und es passt auch viel mehr in den Schrank rein als mit anderen Dingern. Also einfach nur mal so als Inspiration für euch da draußen. Diese Dinger sind Gold wert. Und ich sage euch, wenn ihr einmal solche Behälter habt, dann werde ich euch einen Ast freuen und auch vor allem dankbar sein, dass es diese Dinger gibt. Wie gesagt, und da alles Edelstahl ist, wie gesagt, ob jetzt mit Dichtung, ohne Dichtung, die kannst du alle in die Spülmaschine reinknallen und die kannst du auch richtig hart benutzen, sage ich mal jetzt. Die kannst du auch mit dem Scheuerschwamm richtig sauber machen, wenn da mal was angebrannt ist. Die kannst du, ich mache das auch mal, wir stellen die, wenn wir zum Beispiel eine Soße haben, dann stellen wir die auf den Grill. Einfach stumpf drauf, dann wird die auch, wenn die auf dem Grill steht, weil ja vorher, was ich, Würstchen oder Steaks drauf waren, dann werden die von unten auch richtig, richtig schwarz und auch eingebrannt. Kein Problem, in die Waschmaschine, in die Spülmaschine rein oder halt eben mit einem Edelstahlschwamm kannst du die Dinger richtig schrubben. Das machst du mit so anderen Dingern nicht wirklich lange und auch nicht wirklich oft. Genauso kühlschranktechnisch kannst du das alles, auch alles in den Kühlschrank packen. Du kannst da so Sachen lagern. Du kannst auch, wenn du Schnibbelarbeiten machst in der Küche, kannst du diese Behälter auch mit einem Halteriemen, da gibt es ja noch, bevor es an den Kommentaren schreibt, wieder Frankfurter Brett, nennt sich da so diese Erfindung. Im Prinzip ein Schneidebrett, wo so kleine Behälter dabei sind. Das heißt, wenn man Zwiebel schneidet und diesen ganzen Abfälle hat von, was ich, Paprika oder sonst was, Paprikakern oder sonst was, kann man das vom Brett runter ab in diese Behältnisse reinmachen.
mega praktisch. Wie gesagt, lasst euch mal inspirieren. Schaut in die Beschreibung, ich hau euch da mal so ein paar Links rein. Ihr könnt da kaufen überall. Wenn ihr Zugang zum Metro habt, könnt ihr die auch da kaufen. Kosten aber irgendwie alle das gleiche. Ich glaube, der kleinste Welter kostet irgendwas mit 4,73 Euro. Und der größte, ich glaube, diese hier kosten irgendwie was mit 17 bis 20 Euro. Dann gibt es ja noch die ein bisschen tiefer sind. Die kosten irgendwie 23 Euro. Ich glaube, das teuerste ist irgendwie 30 Euro, aber so viel brauchst du dafür gar nicht, also zumindest für den normalen Hausgebrauch. Und kannst du natürlich auch gut dir eine Snackbar machen für zu Hause, für die Couch, wo du Chips reinmachst oder Getränke reinstellst oder was auch immer. Kannst du im Sommer natürlich auch schön Eis reinmachen, ein paar Laser Bierbullen rein. Ich sage ja, die Möglichkeiten, das, was ich euch jetzt hier gerade erzählt habe in der kurzen Zeit, ist so klein, was da alles möglich ist. Ja, genau. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dann schon wieder.